Weihnachten bei den Sailor Senshi. Ein Hörspiel gelesen und geschrieben von Sailor Cat. Und nochmal eine kurze Info vorab. Hörspiel heißt auch Hörspiel, also beim Bildmaterial wird sich ja nicht so viel tun. Und mir ist auch bewusst, dass Sailor Moon in Japan spielt und dass Weihnachten da etwas anders abläuft. Aber ich habe mir gedacht, ich schreibe es wie ein deutsches Weihnachtsfest, denn ich denke mal, damit können wir alle am besten was anfangen. Und ich stelle mir das auch ganz schön vor bei den Sailor Senshi. Und dann fangen wir an. Hey Usagi, beeil dich mal! Rief Rei ein wenig genervt. Ich komme ja schon! Oh je, die Blondine war gerade in den Raum gekommen, da war sie auch schon über den Teppich gestolpert. Und natürlich hatte sie die Schachtel mit dem Schmuck für den Weihnachtsbaum fallen lassen, die sie getragen hatte. Och nö, wie kann man nur so tollpatschig sein, meinte Minako. Ein paar Kugeln waren nämlich aus der Schachtel geplumpst und zerbrochen. »Das musst du gerade sagen. Wer hat denn heute die Plätzchen anbrennen lassen?« gab Usagi zurück. Minako musste zerknirscht eingestehen, dass sie recht hatte. In diesem Moment kam Makoto herein. »Ach, was habt ihr denn da wieder angestellt? Ich wusste, ich hätte Usagi das nicht tragen lassen sollen. Muss man denn alles selber machen?« Es war kein Wunder, dass sie genervt war. Immerhin hatte sie jetzt noch einmal eine extra Portion Plätzchen wegen Minako backen müssen und überhaupt waren die beiden Blondinen keine Hilfe. »Keine Sorge, Marco, ich räume das schon weg«, meinte Ami und stand auf. »Und ich helfe dir!« Usagi stand ebenfalls entschlossen auf. »Nein, lieber nicht. Am besten bleiben du und Minako auf der Couch sitzen und tut gar nichts«, schlug Rei vor. »Aber ich würde auch mithelfen!« Die Mondprinzessin wirkte enttäuscht. Da bekam die Schwarzhaarige Mitleid und wollte etwas Tröstendes sagen, aber da klingelte es an der Tür. Sofort hellte sich Usagis Miene wieder auf und sie sprang auf und rannte munter zur Tür. »Mamo-chan!« rief sie laut, noch bevor sie die Tür überhaupt geöffnet hatte. Die anderen sahen ihr etwas irritiert nach. Als sie aufmachte, fiel sie dem schwarzhaarigen Mann in die Arme. Dieser war erst etwas überrumpelt, lächelte dann aber. »Hallo, Usako! Seid ihr schon fleißig bei den Weihnachtsvorbereitungen?« »Ja, Makoto backt gerade die letzten Plätzchen und wir wollten eigentlich den Baum schmücken.« Gerade wollte sie erzählen, wie gemein Rei wieder gewesen war, da fiel ihr das Päckchen ins Auge, das ihr Freund mit sich trug. Mamoru hatte ihren Blick jedoch gesehen und erklärte schnell, »Das gibt's erst morgen.« Usagi hatte sich das schon gedacht und freute sich sehr darauf, es auszupacken. Die beiden betraten die Wohnung und Mamoru übergab das Geschenk erst einmal an Ami, die es bis zum morgigen Tag verstecken sollte. Die fünf Mädchen waren nämlich in Amis Wohnung, da diese recht groß war und wollten dort Weihnachten feiern. Es war der 23. Dezember und sie waren schon einmal da, um alles vorzubereiten. »Mamo-chan, setz dich doch und iss ein paar Plätzchen«, forderte Usagi ihren Freund auf. »Auf keinen Fall! Das letzte Mal, als wir die Plätzchen hervorgeholt haben, waren sie innerhalb kürzester Zeit verputzt. Also haben wir beschlossen, diese Fuhre bis zum Weihnachtstag aufzuheben«, erklärte Rei. Die Mondprinzessin wollte sich schon beschweren, aber da meldete sich Mamoru zu Wort. »Oh je, schon so spät! Wir müssen zu Chibiusas Krippenspiel!« Zum Glück war Makoto schon fertig mit den Plätzchen. Also beeilten sich alle und schafften es rechtzeitig zu Chibiusas Schule. Dort führten die Schüler die Weihnachtsgeschichte auf. »Sag mal, welche Rolle spielt Chibiusa eigentlich? Mir hat sie gar nichts gesagt«, flüsterte Usagi Mamoru zu, als sie auf ihren Plätzen saßen. Oh, »mir auch nicht. Lassen wir uns mal überraschen.« Das Krippenspiel begann und eine ganze Weile war nichts von Chibiusa zu sehen. Auf einmal sah Usagi im Stall etwas Rosanes aufblitzen. Als sie ihre zukünftige Tochter erkannte, hätte sie am liebsten laut losgelacht, aber Mamoru hatte es auch bemerkt und hielt ihr mit seiner Hand schnell den Mund zu. Trotzdem entwichen Usagis Mund ein paar dumpfe, glucksende Laute, woraufhin sich auch ein paar andere Leute umdrehten. Auch Rei musste grinsen und Minako hielt sich selbst den Mund zu, um nicht zu lachen. Nur Ami blickte verzückt auf die Bühne und fand es unglaublich niedlich. Chibiusa war der Esel im Stall. Sie hatte ein graues Kostüm, Eselsöhrchen und kroch auf allen Vieren herum. Und als sie dann auch noch nach vorne krabbelte und laut »Ia!« machte, musste selbst Mamoru leise kichern und presste Usagi seine Hand noch fester auf den Mund. »Jetzt weiß ich, warum sie ihren Text nie zu Hause geübt hat«, meinte Usagi auf dem Heimweg und alle holten das unterdrückte Lachen nach. Chibiusa saß mit verschränkten Armen auf der Rückbank und war beleidigt. »Kann ich doch nichts dafür, dass die Lehrerin mir diese Rolle gegeben hat. Was anderes war nicht mehr frei«, murmelte sie halblaut.
Und ich dachte schon, mein Auftritt damals als Schaf der Hirten sei peinlich gewesen, lachte Usagi weiter. Also ich fand, du warst der süßeste Esel, den ich je gesehen habe, Chibiusa, versuchte Mamoru, seine zukünftige Tochter aufzumuntern. Und es klappte, sie war immerhin ein wenig fröhlicher. Am nächsten Tag fuhren Usagi und Mamoru gegen Mittag zu Amis Wohnung. Es war Heiligabend und die Blondine freute sich wie ein kleines Kind. Chibiusa war zu Hause beim Rest der Familie zu Kino geblieben und würde dort Weihnachten feiern. Am ersten Weihnachtsfeiertag würden die Mädchen alle bei ihren Familien sein. Mit Ausnahme von Makoto, die ja keine Eltern mehr hatte. Aber sie war von Usagis Mutter Ikuko herzlich zu den Tsukinos eingeladen worden. Als sie ankamen, waren die anderen Mädchen schon da. Makoto stand mal wieder in der Küche und bereitete mit Rei das Essen für den Abend vor. Ami hatte schon damit angefangen, den Weihnachtsbaum zu schmücken, und Minako saß auf der Couch und sah sich einen amerikanischen Weihnachtsfilm an. Mamoru und Usagi gingen in die Küche, um die beiden Köchinnen zu begrüßen. Auf einmal meinte Usagi, »Mako, lass mich dir doch bitte in der Küche helfen.« »Also eigentlich«, fing Makoto an, aber dann sah sie das bittende Gesicht der Prinzessin. »Na gut, du kannst die Kartoffeln schälen.« Usagi freute sich und fing eifrig damit an. Allerdings war sie etwas zu eifrig und schnitt nicht nur die Schale weg, sondern fast die Hälfte der Kartoffeln. Als die Brünette das sah, war sie natürlich nicht begeistert. »Sag mal, was machst du denn da? Wie kannst du denn nur so viel von den guten Kartoffeln wegschneiden? Die Hälfte des Essens hast du ja schon in den Müll geschmissen.« »Was? Aber ich hab doch...« Makoto seufzte und versuchte ruhig zu bleiben. »Weißt du was? Geh doch bitte mit Minako den Film schauen.« Beleidigt zog Usagi ab. Aber sie dachte nicht daran, den Film zu schauen. Sie ging hinüber zu Ami. »Gibt es denn nichts für mich zu tun?« wollte sie wissen. »Für das Essen ist gesorgt. Und Mako hat darauf bestanden, die Wohnung selbst zu putzen. Und fertig geschmückt haben wir. Und was ist mit dem Baum?« Usagi deutete auf die kleine Tanne. »Ach, das ist lieb, aber...« hob Ami an. Doch da griff die Blondine auch schon in die Dekoschachtel. Im Haus der Misonos hatte sich noch genügend Baumschmuck gefunden. Usagi nahm eine Kugel heraus. »Du wirst sehen, ich kann das! Zu zweit geht es doch viel schneller!« Und mit diesen Worten schob sie die Christbaumkugel an einen Zweig und holte die nächste. Ami stand etwas fassungslos daneben. Leider war die dritte Kugel zu weit vorne angebracht, rutschte ab und zerbrach auf dem Boden. »Ach, das macht doch nichts. Ich versuche es einfach noch einmal«, meinte Usagi gezwungen fröhlich. »Nein, nicht nötig. Lass mich bitte«, erhob Ami das Wort und wollte der Prinzessin die nächste Kugel wegnehmen. »Usagi, gib das her!« Langsam wurde die Blauhaarige lauter. »Nein, vertrau mir, ich...« Da passierte es. Usagi machte einen Schritt rückwärts, um die Kugel vor Ami zu schützen, stolperte über die Box auf dem Boden und fiel direkt gegen den Baum. Dieser wackelte und krachte schließlich mit einem lauten Scheppern um. Der Boden war voller Nadeln und Scherben. »Usagi, jetzt reicht's! Raus aus dem Wohnzimmer!« Oh je, Usagi hätte nicht gedacht, dass ihre Freundin so laut werden konnte. Schnell rappelte sie sich auf und lief in Amis Zimmer, wo gerade keiner war. Dort brach sie in Tränen aus. Minako, die gerade vom Klo kam, hörte die Schluchzgeräusche und öffnete die Tür. »Usagi, was ist passiert?« fragte sie erschrocken, als sie ihre Freundin auf dem Boden sitzen sah. »Keiner will mich dabei haben. Ich darf keinem helfen«, schluchzte das Mädchen. »Aber wenn die anderen es gern allein machen würden, dann ist das doch total okay, wenn du mit mir den Film schaust. Warum ist dir das denn so wichtig?« »Naja, Weihnachten ist doch das Fest, an dem man alles zusammen macht. Da gibt es kein allein.« Minako war überrascht über diese Antwort. Sie konnte Usagi überreden, wieder zu den anderen zu gehen. Ami sah immer noch etwas wütend aus und hatte den Baum wieder aufgestellt, nur leider waren fast alle seine Kugeln zerbrochen. Makoto und Rei waren auch im Raum und halfen der Blauhaarigen beim Beheben des Schadens. »Ach, da kommt sie ja! Usagi, hilf uns gefälligst beim Entsorgen der Scherben«, meinte das Schreinmädchen kurz angebunden. Die Blondine konnte nicht glauben, was sie da hörte. »Was? Ach, jetzt auf einmal soll ich euch helfen? Und vorhin war ich nicht gut genug, oder was? Wer hat denn den Baum umgeschmissen und schon wieder Schmuck zerstört? Sei froh, dass wir dir überhaupt helfen«, antwortete Rei bissig. Wieder konnte Usagi ihre Tränen nicht zurückhalten. »Ihr seid so gemein«, brüllte sie und rannte zur Tür.
Sie musste raus, weg von hier. Auch wenn es etwas weit war, sie würde nach Hause laufen. Doch so weit kam sie gar nicht, denn sie rannte direkt in etwas Großes, Weiches. Als sie aufsah, erschrak sie. Es war der Weihnachtsmann. Er war dick, trug einen weißen Bart und einen roten Mantel. Usagi konnte nicht anders, als ihn anzustarren und brachte kein Wort heraus. »Usako, was ist denn los?« Bei diesen Worten erkannte die Blondine jedoch, wer hinter dem Rauschebart steckte. »Mamu-chan, wieso trägst du denn so ein Kostüm?« »Ich war gerade bei euch zu Hause, um für Chibiusa den Weihnachtsmann zu spielen. Das hat sie sehr gefreut. Hast du gar nicht gemerkt, dass ich weg war?« Usagi musste gestehen, dass sie in dem ganzen Trubel nicht darauf geachtet hatte und dass sie vergessen hatte, dass das Mamorus Plan gewesen war. Aus seinem Wagen sprangen nun auch Luna und Artemis, die er mitgebracht hatte. Beide trugen niedliche Halsbänder mit Glöckchen und Weihnachtsaufdruck. »Oh je, was hast du denn wieder angestellt?« wollte Luna wissen, war jedoch still, als sie Usagis wütenden Blick sah. Alle gingen wieder nach drinnen und die Prinzessin erzählte ihrem Prinzen, was alles passiert war. »Ach so, ich verstehe. Das ist doch alles halb so wild. Usagi hat es schließlich nur gut gemeint und wollte euch nicht alles alleine machen lassen«, versuchte er, die Lage zu beruhigen. »Warum helfen wir nicht alle zusammen, beseitigen die Scherben und schmücken den Baum dann neu?« schlug der Schwarzhaarige vor. »Würden wir ja gern, wenn noch Kugeln vorhanden wären. Usagi hat gestern und heute 2 ganze Schachteln kaputt gemacht und der Rest reicht einfach nicht für den Baum«, erklärte Rei gereizt. Plötzlich hatte Minako eine Idee. »Wisst ihr was? Warum nehmen wir denn nicht Strohsterne?« »Ja, genau, davon haben wir noch viele und die können auch nicht brechen«, pflichtete Ami bei und ging sie holen, während die anderen die Scherben wegschafften. Und tatsächlich schaffte man es so, den Frieden wiederherzustellen, und beim Schmücken der Strohsterne hatten auch alle Spaß. Doch kaum waren sie fertig, widmete sich jeder wieder ihrer eigenen Sache. Nachdem Usagi Mamoru beim Ausziehen seines Kostüms geholfen hatte, wunderte sie sich, wo denn nun alle hin waren. Da fiel der Blick auf Ami, die auf der Couch neben Minako saß und ein Buch gezückt hatte. Schockiert ging Usagi zu der Blauhaarigen und nahm ihr kurzerhand das Buch weg. »Das gibt's doch nicht! Wie kannst du jetzt lernen?« »Naja, nach den Ferien stehen die nächsten Klausuren an, und da es momentan eh nichts zu tun gibt...« »Es ist Weihnachten, da wird überhaupt nicht gelernt«, rief die Prinzessin sauer. Da kam Makoto ins Wohnzimmer. »Was ist denn jetzt schon wieder?«, fragte sie genervt. Bevor Usagi etwas erwidern konnte, riss Rei die Tür von Amis Zimmer auf. »Hey Leute, habt ihr schon gesehen? Es schneit!« Die Stimmung war schlagartig aufgehellt. »Was, es schneit? Ein Weihnachtswunder! Los, sofort eine nach draußen!« Gesagt, getan. Nachdem alle ihre Winterkleidung anhatten, ging es nach draußen in den Vorgarten. Strahlend sahen alle den Schneeflocken zu, die sanft auf die Erde rieselten und alles in eine weiße Decke hüllten. Usagi lachte vor Freude und streckte die Zunge heraus, um damit ein paar der winzigen Kristalle zu fangen. Jede fühlte sich wieder wie ein Kind, das zum ersten Mal Schnee sah. Hinter der Prinzessin nahm Minako grinsend eine Handvoll Schnee und formte sie zu einem Ball. »Lieber nicht, nicht, dass wieder jemand wütend wird«, flüsterte Makoto ihr zu. Ein wenig enttäuscht nickte Minako und legte die Kugel wieder auf den Boden. Usagi ließ sich aber durch nichts ablenken und kurz Zeit später streckten auch die anderen ihre Zungen heraus. Plötzlich traf etwas Kaltes Usagis Rücken. Jemand hatte doch tatsächlich einen Schneeball nach ihr geworfen. Verdutzt drehte sie sich um. »Wer war das denn?« »Rehei«, fragte sie gespielt wütend. Die Schwarzhaarige schüttelte den Kopf. »Nein, der geht nicht auf meine Kappe. Aber ich wünschte mir, ich hätte die Idee zuerst gehabt«, neckte Rei ihre Freundin. »Oh Mensch, Minako, ich hab dir doch gesagt«, hob Makoto an, aber die Blondhaarige unterbrach sie. »Ich war das nicht, ganz ehrlich!« Alle schienen verwirrt, aber dann fiel ihr Blick auf eine bestimmte Person. »Ami!« riefen alle empört im Chor. Die Blauhaarige stand mit hochrotem Kopf etwas weiter weg. »Entschuldige, ich konnte nicht widerstehen. Da lag die Kugel auf dem Boden und...« meinte sie verlegen. Die Mädchen lachten laut los. »Den kriegst du aber zurück!« Und schon hatte Usagi ebenfalls einen Schneeball in der Hand und warf ihn. Leider verfehlte er aber sein Ziel und traf stattdessen Rei. »Na, warte!« Das Schreinmädchen grinste und wenige Sekunden später bekam Usagi eine Ladung Schnee gegen den Bauch. Und schon war die Schneeballschlacht voll im Gange. Alle machten mit, lachten und hatten jede Menge Spaß. Als schließlich alle erschöpft und voller Schnee wieder nach drinnen stapften, stand Mamoru vor ihnen.
»Ach, hier seid ihr. Ich hab mir aber schon gedacht, dass ihr draußen im Schnee seid.« Er lächelte. »Ich habe uns in der Zwischenzeit einen Tee gemacht.« Das ließen sich die Mädels nicht zweimal sagen. Genüsslich tranken alle aus ihren weihnachtlichen Tassen und warteten, bis ihre Kleidung im warmen Wohnzimmer getrocknet war. »Von jetzt an lasst uns alles an diesem Tag gemeinsam machen«, meinte Minako auf einmal laut. Alle stimmten ihr zu. »Auf dem Klo lasst ihr mich aber allein, oder?«, fragte Ray grinsend und erntete Gelächter. »Und ich werde dann mal gehen und das Essen holen. Darf ich das allein tun, Usagi?«, wollte Makoto wissen. »Klar«, meinte die Prinzessin. Aber als Makoto in der Küche war, sah sie etwas betrübt aus. »Ich möchte aber trotzdem etwas tun, um beim Fest mitzuhelfen.« »Aber du hast ja schon beim Schmücken des Baumes geholfen«, versuchte Ami, sie aufzuheitern. »Ja, nachdem ich ihn umgeworfen habe, und ihr anderen habt viel mehr gemacht.« »Ach, Usagi, weißt du, was du getan hast? Du hast uns klargemacht, dass man an Weihnachten zusammen sein muss«, versuchte Rei es. »Und wenn du magst, darfst du jetzt alle elektrischen Lichter einstecken«, fügte sie hinzu. Das hellte die Stimmung der Blondhaarigen wieder auf, und ganz allein kümmerte sie sich um die Lichter und machte dabei alles richtig. Gerade als Rei sie lobte, rief Makoto plötzlich, »Ich brauche doch noch Helfer, die Brotkörbchen, Gläser und Besteck nach draußen tragen.« Und zur Freude der Prinzessin durfte auch sie selbst mithelfen. Und wie durch ein Wunder ließ Usagi nichts fallen. Kurze Zeit später war der Tisch gedeckt und es duftete herrlich. »Makoto, du hast wohl wieder für eine ganze Armee gekocht. Wer soll denn das alles essen?«, meinte Minako lachend, nachdem alle pappsatt waren, aber noch sehr viel übrig war. Wie zur Antwort klingelte es an der Tür. »Wer wird das denn jetzt sein? Es sind doch schon alle da«, fragte Ami verwirrt und öffnete die Tür. »Na sowas! Das ist ja eine Überraschung«, rief sie. »Fröhliche Weihnachten allerseits!« Unser Wagen konnte bei all dem Schnee nicht mehr weiter und ist stecken geblieben. Und bis es aufhört zu schneien, könnte es noch dauern. Aber dann ist mir eingefallen, dass Amis Wohnung ja in der Nähe ist. Könnten wir vielleicht bei euch warten?« Nun kamen auch die anderen Mädchen zur Tür und staunten nicht schlecht über den Besuch. »Haruka, Michiro, Setsuna und Hotaru!« Natürlich stimmte Ami zu und die vier durften bleiben. »Ich wusste gar nicht, dass ihr alle zusammen Weihnachten feiert, aber schon geschmückt habt ihr hier«, bemerkte Michiro. »Wollt ihr was zu essen? Es ist noch so viel da und wir sind alle satt«, bot Makoto an. »Ehrlich gesagt wollten wir gerade in ein Restaurant fahren, also wir sterben quasi fast vor Hunger«, bemerkte Haruka grinsend. Nachdem nun auch der Rest des Essens verzehrt war, beschlossen die Mädchen, dass es Zeit für die Bescherung war. Da sah Hotaru plötzlich ganz betrübt aus. »Was ist denn los?«, fragte Setsuna sanft. »Na ja, das ist sicher sehr egoistisch. Aber die anderen dürfen ihre Geschenke jetzt auspacken. Und ich? Unsere Geschenke liegen ja alle zu Hause unter dem Weihnachtsbaum. Und eure kann ich euch auch nicht geben.« Das arme Mädchen sah wirklich sehr traurig darüber aus, und die anderen bemitleideten sie. »Aber du kannst dein Geschenk doch auspacken, sobald wir zu Hause sind. Spätestens morgen früh«, versuchte die Grünhaarige, sie aufzumuntern. So richtig trösten konnte das Hotaru aber nicht. »Sollen wir unsere Geschenke vielleicht auch erst morgen auspacken? Dann ist es für Hotaru nicht so schwer«, flüsterte Ami Mamoru ins Gesicht. Dieser nickte knapp und wollte gerade laut etwas sagen, als er Harukas eindringlichen Blick sah. Sie schüttelte kaum merklich den Kopf, und der Prinz blieb still. »Wartet noch kurz, ja? Ich will noch mal schnell nach draußen gehen und schauen, wie es mit dem Schnee und dem Wagen aussieht.« Alle nickten, und die Rennfahrerin begab sich nach draußen in Begleitung von Michiru. »So, meine Lieben, dann geht mal schnell in die Küche und wartet dort. Ich läute die Glocke, wenn es soweit ist. Mamoru kann mir helfen.« Usagi fing an, sich zu beschweren, warum ihr Freund helfen durfte, aber Rei und Makoto schoben sie mit in die Küche. Hotaru folgte mit enttäuschtem Blick. Wenig später läutete auch schon ein Glöckchen, und Minako und Usagi stürmten wie zwei Kinder ins Wohnzimmer und bestaunten mit leuchtenden Augen die Päckchen unter dem Baum. Auch Rei und Makoto freuten sich, und Hotaru gab sich größte Mühe, sich für die anderen zu freuen. Plötzlich klingelte es an der Tür. »Das ist sicher Haruka«, meinte Mamoru und machte auf. Es war wirklich die Rennfahrerin, die den Kopf zur Tür hereinstreckte. »Hotaru, komm mal her! Wir haben da was gefunden, was du sehen solltest!« »Was denn?« Immer noch betrübt, aber neugierig, lief die Schwarzhaarige zur Tür hinaus. Kurze Zeit später war ein Freudenschrei zu hören. Strahlend lief das Mädchen nach drinnen, zwei Pakete unter dem Arm. »Das war bestimmt der Weihnachtsmann! Er wusste, dass wir hier sind, und hat die Geschenke vor Amis Wohnung gebracht!«
Und unsere gleich dazu, verkündete Haruka und kam grinsend mit weiteren Päckchen herein. Während Setsuna mit ihrer Ziehtochter die Geschenke unter den Baum legte, erklärte die Rennfahrerin den anderen leise: »Naja, ich hatte die Sachen vorher zum Glück noch in meinem Auto versteckt. Nach dem Restaurant wollten wir eventuell noch woanders hinfahren und dort die Geschenke auspacken.« Zum Glück war Hotaru so beschäftigt, dass sie nichts gehört hatte. Und dann war Bescherung. Jeder suchte unter dem Baum nach seinem Päckchen. Die Inner Senshi hatten ausgemacht, dass jeder ein Geschenk von den anderen vier zusammen bekam. Ami bekam ein Mikroskop, Rei ein Mikrofon zum Singen, für Makoto gab es ein neues Teeservice mit Rosen drauf sowie einen Gutschein für einen Blumenladen und Minako erhielt eine Eintrittskarte für ein Konzert ihres momentanen Lieblingsstars. Für Usagi hatten die anderen ein riesiges Paket mit Süßigkeiten sowie ein paar Mangas gekauft. Aber auch von Mamoru bekam sie etwas geschenkt. Eine wunderschöne goldene Kette mit einem Häschenkopf und passenden Mondohrring. Usagi hatte für Mamoru eine Fotokollage mit Bildern des Pärchens gebastelt. Und dafür, dass Usagi sie gemacht hatte, sah sie wirklich gut aus. Hotaru freute sich über ihre neue Lampe, ein paar Bücher und ebenfalls Konzertkarten. Sie selbst hatte ihren Zieheltern jeweils etwas aus Ton in ihrer Schule gebastelt, die drei Talismane. Obwohl es geheißen hatte, man würde sich nicht schenken, hatten Haruka und Michiro füreinander doch etwas besorgt. Für die eine war es ein Reisegutschein auf die Malediven, für die andere einer in die USA. »Dann reisen wir dieses Jahr wohl etwas mehr«, lachte Michiro und küsste Haruka. Alle freuten sich sehr über ihre Geschenke, umarmten sich und schwärmten. Nur Luna und Artemis bekamen nichts von dem Luxusfutter mit, das ihre Mädels extra für sie gekauft hatten. Die beiden lagen eng aneinander gekuschelt vor dem Kamin und hatten den ganzen Trubel verschlafen. »Leute, ich habe etwas vorbereitet«, verkündete Ray plötzlich. Und mit diesen Worten schmiss sie den zuvor vorbereiteten CD-Player an und sang ein paar Weihnachtslieder zum Playback. Alle lauschten gespannt und applaudierten am Ende. Es hatte wirklich wunderbar geklungen. »Wenn wir schon dabei sind, ich glaube, ich habe meine Geige im Auto«, merkte Michiro auf einmal an. Und kurze Zeit später war für Ray kein CD-Player mehr nötig, denn die Geigerin begleitete sie. Schließlich konnte sich Minako nicht mehr halten und sang mit und auch der Rest stimmte mit ein. Und noch lange sangen sie die schönsten Weihnachtslieder zusammen und hatten jede Menge Spaß. Makoto hatte als Überraschung auch noch Dessert gemacht und räumte Plätzchen auf den Tisch. Nichts blieb übrig. Als schließlich alle satt und glücklich nach Hause gingen, waren sich alle einig, ein besseres Weihnachten konnte man sich nicht vorstellen.